Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und zwar WW2K16. Ich habe gedacht, wir machen auch mal was Neues, wie nicht immer nur FIFA. Ja, und deswegen starten wir jetzt einfach mal unsere Karriere. Neuen Superstar erstellen. Natürlich. Erstellen wir mal unseren neuen Superstar. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Let's Plays von FIFA, aber jetzt habe ich auch mal gedacht, jetzt machen wir was Neues und spielen mal WW2K16. Folgende Einstellungen in meiner Karriere können nach dem Speichern deiner erstellten Superstars nicht mehr geändert werden. Größe in der Kategorie Körper, Gewichtsklasse in der Kategorie persönliche Infos. Alles klärchen, Bärchen. In diesem Modus kannst du das Aussehen und Persönlichkeit einer Superstars, die war ganz nach deinen Vorstellungen erstellen. Du kannst deinen erstellen, Du kannst Superstar Diva verändern, indem du zum Beispiel dein Bild als Gesicht einfügst oder Körpertyp, Haarfarbe und Kleidungsmaterial änderst. Es ist egal, wie oft du ein importiertes Logo auf einem Superstar einfügst und es bei einer erstellten Championship bzw. einer erstellten Arena verwendest. Alles klar. Infos schließen. Machen wir mal das Gesicht. Wow, bei dem Gesicht kannst du die Haare, Farbe, jo, alles klärchen. Gesichtsvorlagen. Nehmen wir mal Gesichtsvorlagen. Was, wenn du deine Gesichtsvorlage benutzt werden? Deine vorherigen Einstellungen überschrieben. Möchtest du? Ich habe ja noch nichts gemacht. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. So, machen wir mal hier. Was macht man hier? Weiß. Entschuldigung, aber die Farbe ist geil. Ich hau mich weg. Was nehmen wir? Nehmen wir mal so. Farbton. Du Green Hulk. Ich habe jetzt schon Spaß am Spiel. Ich finde die Haare geil. Haare und Gesichtspartien. Gesichtsverformung. Gucken wir mal, was wir so an den Haaren noch machen können. Frisur 8. Was haben wir noch für Frisuren? Die ist doch mal episch. Achtung. Ja, die hat Style. Mit der gewünschten Farbe und Länge verpassen. Du kannst alles klar. Haarfarbe. Naja, was nehmen wir für eine Haarfarbe? Blond? Färben. Nee, ich mag nichts färben. Das kostet immer so viel beim Friseur. Was ändern sich denn jetzt? Hä? Bin ich doof? Was hat sich jetzt geändert? Alles klar. Mir fällt es nicht auf. Deine aktuelle Einstellung. Was zurück auswählen. Fertig. Options. Wir färben uns mal die Haare. Kamera. Ach du schon, nee, wir lassen das weg. Wir lassen ihn auch blond. Einzigste, was mir echt nicht gefällt, sind, ich hoffe, das können wir gleich noch, Augenfarbe, braun, ja, Lippenstift. Ah, Gesichtsbehaarung, was kriegt er? Hier! Oh, ich habe jetzt schon Spaß, Entschuldigung. Ist das Weltklasse? Zurück, ich mag den nicht. Weg, ah, geil. Ah, ich habe mich jetzt schon verliebt in das Spiel. Was nehmen wir? Wie sieht denn das hier aus? Komm, wir nehmen mal hier den Bart. Oh, nee. Oh, holy shit. Nee, weg. Nie, weg. Oder lass mal einen Bart los. Also, so ein 3-Tage-Bart. Es ist ein rotes, nee, das sieht aus wie, nee, wir lassen den Bart mal weg. Frisur, ah, irgendwas noch an der Frisur machen? Ich finde jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Nee, komm, wir lassen die Frisur mal so. Das passt. Gesichtsverformung. Ach, du heilige Schande. Ja. Nee, wir lassen den einfach jetzt mal so.
Das mache ich dann. Ich ändere das dann, wenn ich dann mal aufgehört habe zu spielen. Körper. Mach mal Körper. Der Körper ist sowas, das lässt sich grob verformen. Du kannst die Körpergröße und die Größe der einzelnen Teile festlegen. Einzelne Teile. Was für einen Teil nehmen wir denn da? Körperveränderung. Wie groß bist du ungefähr? Ajo, mach dich doch breit. Muskulös. Boah. Also, fett und fit. Da können wir sogar noch ein Stückchen hoch. So. Oh, das ist ja episch. Auswahl. Sieht aus wie ein kleiner Hulk. Ein Hulk in weiß. Ah, was können wir? Körpergröße. Ich würde ihn so lassen von der Größe eigentlich. Das gefällt mir ganz gut. Teil. Die Körperteile. Namen, Körperkunst. Körperkunst, Rücken. Designs. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Das Sensemann. Das sieht doch mal vollkommen stylisch aus. Lassen wir das mal so. Linker Arm. Linkes Bein. Rechtes Bein. Rechter Arm. Ein Arm. Oh, noch auf dem rechten Arm. Eine Flagge. Was ist denn hier? Genau, wir nehmen die Deutschlandflagge. Und drehen Standard. Kann ich auch nach links oder nach rechts? Ja, das machen wir mal so. Die Deutschlandflagge. Nee. Die machen wir weg. Das geht nicht. Nee, das sieht total beschissen aus. Tut mir leid. Ah, hätten wir auf die Stirn machen müssen. Ach ja. Lassen wir das mal so. Körperanpassung. Ja, dann machen wir die Körperanpassung. Was kriegen wir, was können wir da so machen? Neben der Körperveränderung eines Wursters kannst du jeden Teil auch größer und kleiner machen. Du kannst sogar einen Wurster mit einem dicken rechten und den linken Arm erstellen. Brustkorbmasse. Aha, zap. Brusthöhe, nö. Brustmasse. Oder so. Oh. Nackenmuskeln. Oh, nee. Ja, lassen wir es so. Oberbauch. Hey. Oberbauch. Nein, ich bin fertig. Oberer Bauch, unterer Bauch. Ja, gucken, was wir hier machen können. Ah! Ah! Ich habe das System verstanden. Hüfte, Schulter. Schulter, links, Schulter, rechts. So, damit sehe ich es gleich. Bizeps links. Fit, muskulös. Nö, will ich auch mal so lassen. Nö, wir lassen ihn einfach mal so. Bis auf die Brust haben wir jetzt nicht viel verändert. Aber ich denke, das passt. Das ist schon okay. So. Aber er braucht unbedingt ein anderes Höschen. Es tut mir leid. Sieht aber aus wie so ein schlechtes Latexhöschen. Gerade vom Swinger entflohen. Ey. Was gibt's an Kleidungsvorlage? Ja. Geil.
Achtung. Ich feier's. Nee, nee, nee. Halt, stopp. Ich habe, glaube ich, gerade hier. Ja, eins. Nee, aber wir nehmen das mal wieder raus. Teil entfernen. Ach, das sieht episch aus. Ja, wieder weg. Die Schuhe auch. Oh Mann. Geil, er hat die Schuhe immer noch an. Oberteile. Yeah. Eieiei. Gehen wir mal so ein dickes Muskelshirt. Zap. Versuch's mal mit einem Superstyle schicken. Jacke oder schrägen Hosen. Alles klar, mach ich. Das lassen wir mal so. Yes, Baby. Bekommt er jetzt noch eine Jacke. Und zwar Frisur. Wenn du dieses Objekt ausrüstest, sind die anderen Objekte nicht sichtbar. Jo. Dann nein. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Achtung, was kommt jetzt? Nein. Nein, die Jacke mag ich nicht. Die Jacke mag ich nicht. Nee, zurück, keine Jacken. Das nehmen wir mal raus wieder. Das Goldbändchen hier. Gerade mal einen Schluck Kaffee genossen. Oh nee, muss ich das jetzt echt da auch noch raus? Oh gut, ach gut, okay. Oh Mann, oh Mann. Das wird eine längere Folge, das sehe ich jetzt schon. So, dann gehen wir weiter. Arme. Oberkörper. Shorts. Hey, Mann, Anna. Nee, kein Schrott. Wo ist denn Strumpfhosen? Unterteile. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wie sieht's denn aus? Zurück. Nee, ich habe mir gerade was anderes überlegt. Und zwar nehmen wir einfach nur eine Hose und lassen den Oberkörper frei. Wie wäre das? Es sieht doch viel epischer aus. Jetzt brauchen wir halt nur. Oder lassen nur das Oberteil und keine Hose. Shorts Designs. Nee. Nee, wir lassen das so. Kopfbedeckung. Nee. Ich mag auf jeden Fall die Schuhe weghaben. Hier gibt's andere bestimmt. Was ist mit denen hier? Wie sieht denn das aus? Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, das kann man lassen. Das kann man lassen. Super. Dann gehen wir wieder zurück. Ebenen bearbeiten. Name. Wir nennen ihn Hunter. Hunter. Ja. Ringansage des Superstar. Nix. Ringansage ist
Vorname, Nachname. Hey. Mal sehen, was sie da haben. Der Sugar Daddy. Gucken. Die irgendwas mit Hot. Hacksaw. Hardcore. Hustler. Homeboy. Hot Rod. Scheiße. Good Girl. Herkules. Passt doch zur Hand. Zap. Annehmen. Persönliche Information. Gewichtsklasse. Heavyweight. Herkunft. Wir kommen aus Deutschland. Bin ich gerade doof? Da. Was? Köln? Frankfurt? Ah, Frankfurt ist nah. TP-Verhältnis. Lass mal so. Fanschilder. So, lass mal auch mal. Bildschirmpose. Oh Mann, ich werde verrückt. Das ist doch cool. Ja, das nehmen wir. Auswahl. Das gefällt mir. Annehmen. So. Wir gehen nochmal in Kleidungsvorlage. Und wir entscheiden uns um und nehmen das in Blau. Und gucken einfach mal, wie das aussieht. Ja, nehmen wir das. Das lassen wir jetzt auch. So. Und gehen dann auf Annehmen. Möchtest du die Karrierebeteiligung aktivieren? Die Karrierebeteiligung erlaubt es meinen Superstar-Charakteren, deiner Freundin, deiner... Ja, klar. Die Karrierebeteiligung wird aktiviert. Du kannst sie nach dem Start von meiner Karriere nicht mehr ausschalten. Trotzdem aktivieren. Ja, hau weg. Mach alles. Aktivier. Ach ja. So, das Video geht jetzt auch noch ein bisschen länger hier. Mist. Aber ich fand die Posen so geil. Oder das Römerkostüm, es tut mir leid, aber es ist einfach geil. Du kannst jedes Körperteil größer und kleiner machen. Oh Mann, das Spiel hat jetzt schon einen Faktor bei mir erreicht, das ist top. Oh, es geht los. Willkommen im Performance Center. Es gibt mehrere Angebote, aber ich bin froh, dass du zur WWE gekommen bist. Wir wissen, wie talentiert du bist und möchten dich so schnell wie möglich zum nächsten NXT-Title bringen. Jetzt wärme dich erstmal auf. Ich habe ein Match für dich, wenn du bereit bist. Ich bin doch bereit. Lass mich kämpfen. Der hat aber auch komische Bauchmuskeln. Die sind ein bisschen verschoben. Trophäeninfo. Alle Trophäen erlangt. Erlange alle Trophäen. Ich habe noch keine. Road to WrestleMania. Yes. So. Mittwoch. Hey. Das ist der Startbildschirm. Hier kannst du dir die Matchübersicht ansehen, die Ranglisten durchgehen, deinen Superstar verbessern und mehr. Fang in den Ranglisten an und wähle einen WWE Championship, um die du kämpfen willst. Dann gehen wir einfach mal auf Rangliste. Dies ist der Ranglistenbildschirm. Wähle hier, um welchen Championship du kämpfen möchtest. Steigere anschließend deine Popularität durch gewonnene Matches und die richtige Entscheidung außerhalb des Rings. Drücke X, um NXT Champion auszuwählen. Also X. Wenn du dich auf die Rangliste für einen neuen Champion setzen lässt, verlierst du dann den Platz in anderen Ranglisten. Du startest in der neuen Rangliste auf Rang 10. Möchtest du wirklich auf diese Rangliste? Ja, komm, hau mich drauf. Du hast die NXT Championship ins Auge gefasst. Um weiterzukommen, musst du Rivalitäten mit anderen Superstars eingehen, Matches gewinnen und nach der Show gute Interviews geben. So wirst du populärer und kannst im Rang aufsteigen. Drücke jetzt Kreis, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen. Mach ich. Einmal Kreis.
Das ist dein erstes Match. Wenn du es zu NXT geschafft hast, siehst du hier die ganze Match-Übersicht. Drücke X, um das erste Match zu beginnen. Ja, dann. Das ist die Match-Übersicht deiner aktuellen Show. Hier kannst du sehen, gegen wen du kämpfst und was die anderen machen. Später kannst du auch in Matches anderer eingreifen. Alles klar. Denso. Ja, dann Training starten. Da kommt der geflogen. La 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 la. Jetzt kommt das erste Match. Oh, wir haben noch gar keine Einlaufmusik und so gemacht. Das ist ein Fail. Oder kommt es erst noch? Ich habe keine Ahnung. Na, jetzt gehen wir erstmal die Trainings-Performance. Hi. Also gut, heute wirst du mit Enzo Amore trainieren. Er wird dir ein paar Dinge beibringen. Geh da rein, dann fangen wir an. Alles klar. Ich bin drin. Hi. Du steckst momentan in einem Collar. Klammer fest. Es ist ein neutraler Griff, also besteht doch kein Grund zur Panik. Das Kettenwrestling-Minispiel wird es aus dem Gestade, also legen wir los. Das Ziel ist es, aus dem Collar-Elbow-Graf in einen dominanten Griff überzugehen. Dafür musst du das Minispiel gewinnen. Drücke, um deinen Gegner in einer Side-Headblock zu packen. Alles klar. Okay. Machen wir mal Dreieck. Oh! Jetzt, wo du dich befreit hast, kannst du bei einem Kettenwrestling hin und her gehen. Bewege R, um den richtigen Punkt zu finden. Wenn du ihn gefunden hast, wechselst die blaue Farbe zu rot. Halte R am richtigen Punkt, um die Anzeige zu füllen. Du musst deine Anzeige füllen, bevor der Gegner seine füllen kann, um die Kontrolle und den Vorteil zu erhalten. Als Verteidiger musst du deine Anzeige als erster auffüllen, um das Blatt zu wenden und selbst mit einem vorteilhaften Griff zu kontern. Wow! Wenn du in der Offensive bist, drücke Viereck, um deinen Gegner zu schlagen und X, um sie in dem gleichen Griff zu halten, in dem du dich befindest. Diese Aktionen können in jedem Griff nur dreimal angewendet werden. Also wähle deinen Punkt und bedacht. Alles klar. Rot, 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 rot. Bam! Jetzt gibt es erstmal einen Schlag. Zap. Gib ihm gleich noch einer. Er kriegt gleich noch einer. So. Oh! In den Rücken. Okay, gehen wir erst einmal in der Griffposition, dann zählen wir weiter. Alles klar. Machen wir. Ah ja. Du bist gerade im Haltegriff. Als Angreifer kannst du Haltegriffe einsetzen, um deinen Gegner Ausdauer zu entziehen und gleichzeitig deine eigene Ausdauer wiederherzustellen. Als Verteidiger ist es dein Ziel, dich so schnell wie möglich zu befreien, um den Einfluss auf deine Ausdauer möglichst gering zu halten. Je schneller du dich befreist, desto mehr Schwung bekommst du. Alles klar. Bewege R, um den richtigen Punkt zu finden. Wenn du ihn gefunden hast, wechselst die blaue Farbe zu rot. Halte R, um den richtigen Punkt, um die Anzeige zu füllen. Alles klar. Er kriegt erstmal einen Schlag. Der hat schon. Nein! Verkackt! Bumm! Bumm! Gut gemacht. Und jetzt erwartet, was er geht in die Position. Gepimpti. Benutze R, um den Regler um den Kreis herum zu bewegen. Der Angreifer steuert den roten Regler, der Verteidiger den blauen. Der Angreifer muss den Regler des Verteidigers überdecken, um den Kreis rot zu füllen. Der Verteidiger muss den Angreifer ausweichen, um den Kreis blau zu füllen. Alles klar. Wenn sich der Kreis komplett rot füllt, zwingt der Angreifer den Verteidiger zur Aufgabe. Füllt sich der Kreis blau, kann sich der Verteidiger aus dem Submission Griff befreien. Okay. Drücke L2, um den Regler zu beschleunigen. Sei vorsichtig, denn so verlierst du Ausdauer und der Regler ist schwieriger zu kontrollieren. Achte darauf, die leuchtende Kugel einzusammeln, um deine Erfolgschance zu verbessern. Oh, okay. Ja, dann los. Ja, es klappt prächtig. Nämlich gar nicht. Das war ganz stark. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich bin dabei. Ich check das System da noch nicht so ganz. I'm so sorry.
Ja, das ist mir durchaus bewusst. Nein! Was jetzt? Mist! Das war so knapp! Oh! Dann musst du jetzt mal klappen hier. Sag, bin ich zu doof oder was? Sagt einfach ja. Das ist schon wieder sowas. Alleglich. Ich check's System nicht. Ja, hab ich kapiert. Aufgabe! Bam, 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 bam! Patz! Das sah gut aus. Mach weiter so. Vielen Dank. Oh, das neue PIN-System. Drücke X, wenn der blaue Balken im roten Bereich ist, um dich so aus dem PIN zu befreien. Der hellrote Bereich zeigt den Bonus an. Widerstand. Spieler können sich mit der Widerstandsfähigkeit aus einem PIN befreien, wenn sie dazu aufgefordert werden. Je nach Level der Fähigkeit kannst du dazu ein Finisher erforderlich sein. Okay. Superstar. Mit den Roadbreak-Fähigkeiten können aus einem PIN bei den Seiten entkommen, indem sie das Seil greifen. Drücke die entsprechende Taste, wenn du dazu aufgefordert wirst. Aber sei vorsichtig, da der Ringrichter den Roadbreak nicht immer sieht. Okay. Habe ich verstanden. Das kann ich. So, meine Freunde. Genau das möchte ich sehen. Danke. Ich finde, das reicht erstmal. Gönn dir eine Pause. Und damit gönne ich euch auch eine Pause und mir auch eine Pause. Ich hoffe, es hat gefallen.